das grundlegende, wesentliche Anliegen ist immer, vom Menschen bearbeitete natürliche Materialien gegengesetzt zu Materialien wie synthetische, artifizielle Materialien wie Kunststoffe, die dann in einem Stillleben aufeinander wirken. Auch wenn Figuren oder Figuren, schemenhafte Figuren in meinen Bildern auftauchen, ist es eher so, dass ich vom Material ausgehe. Also ich sehe von einer Figur in die Skulptur und schlussendlich zu einem Material, was dann halt immer Stillleben ist.